Hi, ihr Daheimgebliebenen. Mann, es ist dunkel. Ja gut, ich filme auch wieder voll in die Sonne rein. Egal. Wie gesagt, unsere Tour am Rhein entlang. Sind schon knapp 2,5 Stunden unterwegs. Und kleine Startschwierigkeiten mit der Kamera. 3 Stunden und wir haben jetzt 42 Kilometer. 3 Stunden, 42 Kilometer. Gut, sagt der Herr. Und jetzt geht's halt dann los. Und das erste große Hindernis! Ja, egal, wir müssen jetzt hier dann rechts. Aber, ja gut. Okay. Jetzt bin ich verwirrt. GPS hat doch gesagt, da geht's rechts rum. Aber hier kann man gut schöne Pause machen eigentlich. Ja, das da üben ist Worms. Wir sind also auf der hessischen Seite vom Rhein, nicht auf der pfälzischen. Ja, er ist Radwanderer, deswegen braucht er einen Wanderstock. Zum Anschieben vom Rad. Aber eigentlich ein schönes Action hier, ist nur blöd reinzukommen. Aber ja! Ah, fuck, es ist kalt. Kurzes Wasser und weiter! Alex voran. Mann, der wird sich gleich freuen. Ja, da hinterm Schild. Also dann wieder zurück und los geht's. Ja, kommst du da vorbei? Bam! Oh, der letzte, so letzte Stück schon. War ab heute Abend strahlen wir. Warum strahlen wir eigentlich? Deswegen fahren wir jetzt dran vorbei, ganz dicht. Und dann geht es uns ziemlich gut, wahrscheinlich. Das Wasser würde ich jetzt trinken. Ja, das ist wahrscheinlich gut temperiert. Also mein GPS sagt jetzt links rum. Machen wir, oder? Ja. Das war wahrscheinlich nicht mehr offizielle Route, sondern das, was ich auf dem Rechner zusammengeschustert habe, aber das machen wir mal. Radeln, radeln, radeln. Das ist eigentlich auch eine schöne Fläche. Hier könnten wir auch schön die Zelte aufschlagen. Schon bei 67 Kilometer, 5 Stunden Fahrzeit, verlassen jetzt gerade Gernsheim, waren jetzt noch im Lidl schnell einkaufen, ein bisschen was Süßes, voll heiß Hunger drauf, ja. Oh Gott, ja. Jetzt geht's gleich wieder an die Reihe, aber ist zwar
Der Ewe. Der Ewe ist neu. Aber wir fahren ja noch diese hässliche Straße. Wir müssen irgendwo da drüben. Da drüben irgendwo ist ein Campingplatz, wo wir hinwollen. Hey, guck mal, noch 19,7 Kilometer. 0,7. Ja. Wie viel Uhr haben wir? Halb, halb acht. Aber wir würden jetzt um 20:32 ankommen. Ich wäre echt fast kurz davor, es drauf ankommen zu lassen. Ne? Ja, die Frage ist halt, anmelden am Campingplatz. Wie lange die halt noch Anmelde haben. Ja, und ja, genau das ist jetzt unser Hauptproblem. Denn die Tagesdistanz hat sich jetzt durch dank Umwege und ein, zwei Päuschen. Ja gut, die Päuschen haben in der Distanz jetzt nichts dran gemacht. 20 Kilometer verlängert. Ja. Also wenn wir unser Tagesziel anfahren wollen, hätten wir dann heute 100 Kilometer gemacht. Ja, 80 waren geplant. Und 80 waren geplant. Die haben wir ja. Und die haben wir jetzt. Oh, hier geht's da schön runter. War auch ein schöner Wald. Ja. Und Alex ist ja schon definitiv am Arsch. Ich bin auch an der Grenze schon. Und jetzt sind wir am Überlegen, ob wir uns irgendwo hinschmeißen. Ob wir es alles hinschmeißen, uns irgendwo hinschmeißen. Ja, wir suchen mal das was zu essen. Essen erstmal gemütlich, schön. Und überlegen sie dann, ob wir es durchziehen, ob wir das Risiko eingehen, vor verschlossenen Türen zu stehen, keinen Platz mehr zu bekommen. Das sieht aber auch schön aus. Einfach mal so mitten im Nichts. Da haben wir ein Haus. Ja man, da haben wir ein Haus. Gehen wir doch da rein. Sieht auch aus, als könnten wir uns das einfach so nehmen. Ja. Ja. Schick. Das war eigentlich mal schick, so wie es aussah. Schick sie nicht. Geil. Ja, okay. Ja, das wäre doch vielleicht was für den Ronny. Burghaus. Mama, der löst dann den Ronny draus. Also Ronny, falls du das hier siehst, hä? Das wäre doch was für dich. Auf, mach mir den löst dann den Ronny da rein. Also suchen wir uns jetzt erstmal eine schöne Wirtschaft, um uns reinsetzen, hinsetzen. Ja, wir haben einfach. Und wenn wir das nicht finden, machen wir uns halt was zu essen. Wir haben ja genügend dabei. Jo. Oh, die haben wir noch richtig. Weil lauter Raffen labern, sollten wir auch mal das GPS schauen. Wetter, ja. Sonnenuntergang. Ja, und dann halt Sonnenuntergang. Und vielleicht nochmal Wasser. Ins Wasser legen zum Schlafen. Bis morgen früh einfach nur im Wasser liegen. Und ich habe ein bisschen extra Kilometer gemacht. Zwei. Weil ich meine Wasserflasche verloren habe. Und habe sie gemerkt. Ja, klar, Alex hat es erst gemerkt. Ja, muss ich nochmal zurückfahren. Knapp einen Kilometer. Sie selbst weggedreht. War dumm, aber ich hab sie wieder. Egal, weiter! Bild steht schieben. Mach ich doch in Gedanken. Es geht eigentlich, ist gar nicht so schlimm. Das ist jetzt halt dumm, ich muss zurücklaufen, so holen. Ja. Einmal was zu essen, bitte. Ja, es ist doch so, damit der ganze Ortschaft nichts mehr aufgehabt hat. Oder nichts offen hatte.
oder zu war oder nicht existent war. Montag halt auch. Montagsruhetag. So. Wir hätten jetzt noch 6,5 Kilometer bis zum Zielpunkt. Bis unseren Campingplatz, wo wir hin wollten. Kräftetechnik ist doch schon im Sparflamme. Wollen wir denn da hinten dran, ne? Ich hätte nur über dich. Okay. Okay. Ich stelle sagen, wir fahren einfach ein Stückchen weiter. Ja. Ach, der Himmel eigentlich. Ach, scheigeil, aber. Ja. Ja, das ist halt echt. Isomatten auf den Boden geschmissen. Auf die Bank geschmissen. Hm. Aber man kommt halt nicht runter ans Wasser. Ja, naja. Komm, lass mal. Weiter. Aber ansonsten wäre ich eigentlich relativ gut. Safe wäre man ja schon, aber. Aquarium steht da dran. Aquarium steht dran. Was ist das? Einfach mal im Nichts. So ein Ding. Und wenn hier neben so irgendwo rein. Ja, aber halt ans Wasser runter wäre halt geil, ne? Survival. Etliche Glasflaschen und PET-Flaschen. Volleyball. Wolltest du nicht vorhin was mit Volleyball? Ja. Ja, hier ist eine riesengroße Fläche eigentlich. Nur halt die Frage, wie ans Wasser kommen. Hm. Ja, das Ufer ist super abschüssig. Scheiße. Ist nix, gell? Nee. Eichwänscher. Absolut nix. Nee, das Schade. Ist zu abschüssig. Wobei der Platz eigentlich von der Deckung her schön ist. Ja, das stimmt. Nur unsauber. Dann noch einen schönen Gerät. Hier ein Pokéball. Geil, jetzt mit dem Platten und alles. Ja, das ist, wird wahrscheinlich alles so sein, was so Orkschwendwoche ist, so. Vom Hochwasser. Hochwasser, ja. So und. Grafen, tropische. Alex baut sein Zelt schon auf, denn wir haben jetzt einen schönen Lagerplatz gefunden. Krabbelt, Strohbücher. Und da krabbelt mir gerade irgendwas über die Linse, glaube ich. Ich habe meinen Gelumps jetzt einfach mal auf den Boden geschmissen, weil mein Kanister ist ausgelaufen. Ich habe Planschbecken. Die Isomatte ist jetzt halb so wild. Schnüre und Karabiner, Kopfkissen. Kocher ist auch halb so wild. Mein, ich nenne es jetzt einfach mal Medizintäschelchen, das ist soweit in Ordnung. Ein bisschen was von meinen Klamotten, das ist nass, vor allem hier die Trikots haben was abbekommen. Aber auch halb so wild, die kann man schön trocknen und am schlimmsten hat es halt mein Schlafsack. Ich habe ihn jetzt einfach mal angehängt, in der Hoffnung, er trocknet einigermaßen. Ah, da sieht es ja leicht feucht, das Ganze. Hier unten, schön wie er glänzt, schön Feuchtigkeit gezogen. Ich hoffe, der trocknet noch bis heute Nacht. Also riechen tut es schon mal gut. Ja, voll. Heiß.